Ein Rehlein steht im Walde ganz still und stumm. Ja, es ist so süß, doch wir bringen's nicht um. Spaß. So, wir haben ein buggendes Reh hier vorne. Es rennt nicht weg. Es ist zahm geworden. Und wir haben eine Hasenshotgun mit dabei. Mal gucken, was passiert. Das Ganze ist natürlich nur für wissenschaftliche Zwecke. Da hinten, das sind ungefähr 350 Meter, da haben wir ein Reh. Wenn wir da einen Genickschuss hinbekommen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch herzlich auf dem Kanal von Magic Fruit hier zu einer weiteren Folge von The Hunter Munter Call of the Wild. The Nature's Wild, The Nature's Quattroculinas. Ja, der liebe Benji Boy, der hat mir was geschenkt, nämlich eine Krone in Fortnite. Ja, meine Mama hat mir Fortnite erlaubt, aber nur eine halbe Stunde am Tag. Und da er mir die Krone geschenkt hat, hat er sich gewünscht, dass wir mal Rehe jagen gehen. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann erfüllen wir dem lieben Benji Boy doch diesen Wunsch. Und ja, Rehe, also Quattroculinas, wirklich ein Paradies für Rehe. Hier mit der Solokin. Leute, damals hat die doch voll so einen Bug gehabt, dass sie so nach hinten ausgeschlagen ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber das Ganze ist jetzt nicht mehr so. Also wir schießen und es ist ganz normal. Aber es war über Jahre lang irgendwie verbuggt. Deswegen, wenn ihr in Quattroculinas seid, hier sind Seen, dort sind Seen, da sind überall Rehe, hier oben sind Rehe, am Fluss entlang überall Rehe und deswegen stellt einfach, die trinken, glaube ich, von 14 bis 17 Uhr, hier haben wir eine Ricke, so und ich würde sagen, wir gehen zu meinem Lieblingssee und dieser Lieblingssee befindet sich genau hier. Ich habe ein Video gesehen von den Bauern, die streiken. Auf den ganzen Straßen und so. Die werfen Gülle auf die Straße. Stabil. Habe ich mir gedacht, Losung sehr frisch. Wie mir das gerade in den Kopf gekommen ist, keine Ahnung. Ich habe ein Video gesehen auf TikTok, MeekTok. So, haben wir denn jetzt hier schon die ersten Rehe? Ich weiß es nicht. Sieht noch nicht so aus, ne? Wir laufen ein bisschen langsamer. Also an diesem See ging irgendwie noch nichts, aber hier gibt es auch Rehe. Da steppen wir auch kurz mal hin. 340 Meter, was ruft da hin? Die sind dann halt irgendwie noch nicht bei deren Bedürfnisgebiet. Seht ihr, 15.09 Uhr, schon seit einer Stunde 10 Minuten Trinkzeit. Aber sie sind noch nicht durstig. Wir gucken mal, ob die hier schon am See sind. Oh, Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir haben hier ein Goldreh. Ja, komm, wir schießen. Ah, Silber. Nein, Gold. Silberreh. Wir gucken mal, ob das stimmt. Wir schießen das mal. Ja, also die sind noch nicht, irgendwie noch nicht alle da. 15:30, immer noch nicht alle da. Aber hier haben wir schon mal da hinten ein Einser. Naja, wir schießen erstmal das hier. Natürlich immer überall gucken. Aber okay, also Solokin raus auf 150 Meter. Zack und zack. Fertig. Die da hinten haben das nicht gehört. Perfekt, wir schauen mal. Leute, wenn euch die Videos gefallen, dann lasst doch gerne ein Like da. Das zeigt mir, dass es euch gefällt. Und dann wird Magic weitermachen mit CUTW-Videos. Weil wenn es nicht gefällt, man kann auch gleich sein lassen. Deswegen, ja, seid so freundlich, gebt dem Video ein Like. Das unterstützt mich. Und wir gucken mal, ob das ein Silber-Ray wird. Gold, 67. Ja. Also, kleines Gold-Reh. So, eingesammelt. Haben wir da hinten was stehen. Guckt mal. Ja, die Renderdistanz, das wäre schon nicer, wenn man weiter schauen. Uiuiui, aber die stehen da bis da hinten hin. Seht ihr? Also wahrscheinlich auch hier vielleicht, wenn wir Glück haben. Okay, die schießen wir mal beide raus. Zack. Da kann man fast schon auf 75 stellen. Bam. Bam. Und das Reh ist wachsam. So, da liegen die zwei ganz friedlich. Wir gucken. Einmal Double Longshot. Und einmal Double Longshot und Magen. Und hier das Reh schießen wir auch direkt raus. Und vielleicht auch noch die Partnerin, weil sonst ist sie ganz... Wow, yo. Und jetzt noch das letzte Weibchen. Wow, das war billig. Das war billig wie bei Wish.
Wie bei 1-Euro-Shop. So, zack. Aha, wie der nachlädt. Interessant. Oh nein, das eine Reh macht Bronzeschwimmer, Goldschwimmer. Das holen wir uns nicht. Naja, egal. Dann holen wir uns das. Zack, way yo, Akrobat. Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir mal, ich glaube, wir schauen mal am Fluss hier hoch und gucken mal. Da stehen, wie gesagt, sehr, sehr viele. Also, vielleicht finden wir da ja was Großes. Albino-Reh habe ich auch noch nicht. Mela auch nicht. Gescheckt ja, Männchen, aber Albino-Mela nicht. Das ist halt hier ein bisschen eine schwierige Angelegenheit, weil wenn, seht ihr, da haben wir jetzt ein Gebiet. Ja, man muss halt hier dann ein Zelt aufstellen, dann wieder hier ein Zelt, dann wieder auf der Seite, dann wieder auf der Seite und von dort aus kann man eigentlich hier runterlaufen. Das ist halt der einzige Nachteil bei diesem Fluss, aber sonst war der eigentlich besser. Leute, irgendwie sind die ganzen Rehe nicht da. Da hinten, das sind ungefähr 350 Meter, da haben wir ein Reh. Wenn wir da einen Genickschuss hinbekommen. Way yo, also. Schwänzchen in die Höhe, zack. Und jetzt gucken wir uns das an, ob das ein Genickschuss war. 348 Meter, way yo. Sowas wäre halt nice. Seht ihr ein Männchen, zweites Männchen, drittes Männchen. Aber halt auf der falschen Seite, ne? Nehmen wir das Gewehr. 150. Und na, optimal. Ja, okay, das ist gefallen. Und das letzte nicht. Guck, Leute, und dann müsste man jetzt irgendwie dorthin und die da einsammeln. Also, nein. Geht hier mal hin. Alle, also nicht alle, aber viele Rehe buggen hier. Das ist ganz cool. Seht ihr auf der Flucht, aber passiert nichts. Zack. Ja. Außer die. Seht ihr also nicht alle. So, wir haben ein buggendes Reh hier vorne. Es rennt nicht weg. Es ist zahm geworden. Und wir haben eine Hasenshotgun mit dabei. Mal gucken, was passiert. Das Ganze ist natürlich nur für wissenschaftliche Zwecke, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert und ob das Ganze klappt. So. Hallo, du bist so süß. Okay. Ja, okay, es klappt. Way yo. Ja, es hat geklappt. So, die nächsten zwei Rehe. Ein süßes Rehpaar. Zack, zack. Jawohl, da hinten auch die nächsten. Machen wir auch die... Oh, noch eins. Okay, wow, bis 82. Kann theoretisch Dia machen. Ein Schuss. Zweiter Schuss. War das tödlich bei dem Dia? Ich glaube, das war nicht tödlich. Okay, also der andere... Der andere, der war definitiv verschossen. Guckt mal hier, da haben wir auch ein großes Reh bis 81. Das sind, da, ja, das sind 150 Meter. Das heißt, oh, wow, wow, war das. Oi, oi, oi. Nein. Leute, dass ich mich nicht mal ein bisschen anstrenge, ne? Nicht baden gehen, bitte nicht. So, ab 81 fängt, wie gesagt, Diamant an. Wäre das ein Diamant? Oh, es wäre fast ein Diamant. Oh mein Gott. Seht ihr? Da hatten wir mies Glück. Okay, im nächsten Fall wieder ein Reh bis 82. Wird das diesmal Dia? Nein. Das wird definitiv kein Dia. Leute, dass der zweite Schuss nicht ge... Okay. Also, wir haben, ja, 75, seht ihr? Leute, da muss jetzt mal was Bombastisches kommen. So, Genickschuss. Genickschuss. Nein! Wieder der gleiche Fall, Leute. Da vorne haben wir ein dickes Reh bis 81. Also, seht ihr die Hörnchen? Ja, wie weit steht das Ding entfernt, Leute? 380 Meter. Oh, das war nicht so gut, aber egal. Ja.
Schauen wir uns an, wird das vielleicht ein Diamantdreh? So, dann bin ich mal gespannt. Gucken wir uns die Hörnchen an. Boah, ja, schon gewaltig halt, ne? 77. Wie viel Meter? 381. Also Leute, ich bin jetzt hier schon so lange am Suchen, ne? Alle Spots abgeklappert. So viele männliche Rehe geschossen. Aber kein einziges Rare hier zu sehen. Auch kein Dia. Nur diese paar großen, die wir gefunden haben, ne? Aber ja, vielleicht bei der nächsten Folge, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne ein Like und schreibt einen Kommentar, wie ihr es fandet, Leute. Das war euer Magic. Bis dann. Tschüss.